Jo, mein Lieben, sag es uns, willkommen zu The Building Game und mit dabei, ich fick deine Mutter halt's Maul. Mit dabei ist der Leone, Hallo. der Benny, Hallo. der Lulu, der Sio, Hallo. der Fabo, Hallo. Erika. Erik, du Spaß dreht. Achso, hallo. Ja, und ich. Wir spielen jetzt ein Building Game und ohne große Erklärung geht's los. In meinem Building, pardon. Kann es sein, dass ich der Letzte bin? Nö. Nein. Könnte sein. So. Ich bin der Letzte, fuck. Nein, noch irgendwer muss noch machen. So. Noch irgendwer muss machen. Ich bin fertig. Ah, es geht los. Hinter uns, ne? Ja. Alter! Wie soll man das machen? Hallo. Wie soll ich denn das bauen, bitte? Ey. Mal gucke ja ich auch, Alter. Ich hab voll das Schwere. Ich hasse diese Missgeburt. Ich hasse sie. Ich auch. Ich könnte wetten, das war Ach, Lunox. Wir müssen den Zettel hinten drinnen lassen, ne? Wie soll ich nee, bitte. Den sollst du rausnehmen und einfach mitnehmen. Oh mein Gott. Den musst du einkaufen, ne? Okay, danke. Danke für die Och man, das gibt's doch nicht. Doch, bei der Rolle. Kannst du nicht sehen. Dein Gesicht! Du musst ein Gesicht bauen. Alter, das wird übel schwer. Real, einmal hin, alles drin. Meine Mutter ruft. Gott. Gott. Ich weiß gar einmal, nicht, wie ich das bauen soll. Jemand gestreitet auf dem TS und schon läuft's überhaupt nicht mehr. Lass mal alle lachen. Verdammt. Ja. Falls irgendwas. Nein, ich sag's lieber nicht. Oh Gott, meins wird richtig behindert. Ja, meins auch. Meins auch, Alter. Richtig krüppelig. Meins aus. Wird ein Hurensohn. Meins kann man nicht mehr als Hurensohn beschreiben. Boah. Ach komm schon, Mann. Ich würde am liebsten sagen, was ich bauen muss, weil muss hier lachen, aber das will ich nicht. Ach komm, Alter. Ja, sag Karl. Ja, wenn seine Mutter steht da so unten neben dem Router, macht das WLAN die ganze Zeit an und aus. An, aus, an. Ja. Ich hab eine Idee. So die Mutter singt Trollalalalalala. Das wäre auch die Höhe. Nee. Lulu, das war deine Mutter. Ich bin jetzt fertig. Saka, erinnerst du dich auch noch an die Aufnahme von Dings? Chicken? Wie heißt? Nein, als wir Server-Tagebuch Folge 02. Und dann hört man hinten irgendwie so klein, du sagst, das war deine Mutter. Ich so, Halt's Maul! Meins sieht aus wie ein Roboter, aber es soll einfach. Okay, ich bin fertig. Anderes. Ja. Und meins sieht wunderhübsch aus. Meins sieht aus wie immer noch wie ein Hurensohn. Also ich kann einfach kein. Oh, ich probier's. Ach, deine Scheiße, ist mein Du sagtest Hurensohn, also sieht's aus wie Eriks Mutter. Komm da ran, du hast jetzt verraten, komm Kopf da ran, hoch, Kumpel. Es kommt wirklich näher ran. Also ich werf. Ah ja, warte hier. Dürfen wir eigentlich auf der Diamantfläche auch noch bauen? Nein. Ja klar. Nein. Dann gut, dann bin ich illegal in Deutschland. Er ist aber illegal in Deutschland. Ich glaube, Fabo ist etwas zu leise. Ich muss Fabo etwas lauter stellen. Ich habe auch das Gefühl, dass ihr einfach alle 10.000 Mal lauter seid wie ich. Ein Kumpel von mir wurde von Facebook gesperrt, komplett. Der kann nicht mehr drauf. Der hat irgendwie was mit der IP bekommen, weil er war in London, diesem Wachsmuseum da. Ja. Dann hat er so ein Foto von Hitler reingestellt. What the fuck? Wer baut das alles noch? Siehst du doch recht. Also ich gebe mir viel Mühe, ihr müsst leise sein, ich muss mich konzentrieren. Das ist übel hübsch. Und dann habe ich mir so die Kommentare auf dem Foto gelesen und da steht da unten irgendwie so, da kommt so ein Typ, der heißt Tom Wehrmacht oder sowas. Und da schreibt er so, das geht nun zu weit. Ey, wollt ihr die besten Mutterwitze hören? Nein. Deine Mutter ist so hässlich, so bringt sogar Zwiebel zum Heulen. Voll stumpf so. Oh mein Gott. Wir sind so behindert im Kopf, ne? Also, wenn ihr Sören kennt, dann einfach nur sagen, so Sörengeburt, das war's. Das ist schon die schlimmste Beleidigung. Weißt du den Sören, den ich meine? Ja. Den du meinst? Ja. Bei uns in der Klasse gibt es so eine Fettwanz, ne? Wir nehmen die immer Sakai. Als... Nein, deine Mutter. Dein Vater. Wir nehmen die immer als Beleidigung. So, du Kimberly-Geburt. Ja, das hatte aber jeder in der Klasse. Wir hatten einen Mann-Swipe in der Klasse.
Wir haben einfach den besten Typen bei uns in der Klasse. Wir haben einen Streber bei uns in der Klasse, der schreibt nur Einsen. Marcel? Und jetzt, nein. Das ist Parallelklasse. Der hat auch kein Handy. Josef? Der hat auch kein Handy, weil die Eltern so Streber sind. Es gibt einen meiner Parallelklasse, den Typ wurde 4 Wochen das Handy weggenommen, weil mein Haus nicht gemacht hat. Der braucht kein Handy, das ist ja klar. Der hat einfach so eine Frisur wie so ein Schlägertyp, Alter. Das ist einfach ein Streber. Der wird so richtiger Rainer. Lokaisi. Richtiger Joachim Günther. Jungs, reicht doch mal. Jetzt mach doch endlich. Richtiger Olaf. Junge, Sio, ich kick dich jetzt. Mach jetzt. Ohne Witz, Alter. Hey. Was? Hey. Als Maul. Oh, komm, mach jetzt. Hey, ich bin nicht der Letzte, ja? Und wenn du dann nicht klarkommst, dann mach ich jetzt ready. Junge, okay, mach. Also, wo kann ich das ready machen? Darf ich den drücken? Ja, darfst du. Explodiert da mein Penis? Ja. Dann mach ich nicht. Hey, es gibt frei einen Typ in Amerika, der hat so ein Krankenhaus angeklagt, weil er wollte seinen Penis vergrößern und die haben ihm das gute Stück verkleinert. Ich bin wieder bei meinem eigenen. Ja, ich auch. Ja, dann drückt aber nochmal alle auf Ready. Du bist irgendwie schwul. What the fuck? Einsicht der erste Weg zur Besserung. Ich glaub. Jetzt. Ah, jetzt. Was ist das? Eine Karotte. Was? Oh, ich hab mein Wort bekommen. Ja, locker easy. Das ist eine Mischung aus Elektropimmel oder irgendwie sowas. Wer hat einen Hurensohn? Deine Mutter. Nein, ich werde den Hurensohn bekommen von mir. Ich glaube, derjenige weiß das bestimmt. Was zur Hölle ist das? Bei mir ist eine Karotte. Was ist das? Sieht man hier aus wie ein... Was ist das? Yo, Alter. Erik und Holzmaul. Babo? Ja. Wie sieht's für dich zurzeit bei der Minecraft-WM aus? Ich spoiler eigentlich nicht. Also eigentlich sieht's bis jetzt. Lokreise! Sei ruhig, Junge. Ich guck das. Ja, ich auch, aber du verteilst, du bist. Och, du bist, nee, jetzt darf ich erbauen. Was? Hä? Ich soll schon wieder genau das gleiche wie gerade eben bauen. Alter, du bist schwul. Hey Leute, ist es jetzt gerade euer Ernst? Wie soll ich denn das bauen, Mann? Ihr seid doch alle geisteskrank, was ich hier bauen muss. Leute, ich dafür werde ich euch später angeklagt, Mann. Ich soll doch schon wieder genau das gleiche bauen, was ich gerade eben auch gebaut habe. Ja, du bist eine Missgeburt, fertig. Die Fresse sagt. Ich darf immer nur Gesichter bauen. Deine Mutter. Dein Gesicht, Alter. Ich glaube, das ist Karma. Ich glaube, du hast damals zu viele Leute beleidigt. Sag mal, leise im Bau jetzt. Bus bauen. Ich bin gut in Englisch und das ist nur ein Grund. Bus bauen. Wie kann man das beschreiben? Ich weiß nicht. Sio, einsteigen. Wer von euch hat für Dora geguckt? Deine Mutter. Ich morgens. Go Dora, go. Go Dora, go. Ich hab immer Arnold geguckt. We did it. Let's go! Damals war immer am besten. Ja, mach mit einfach in einem anderen Takt, Alter, wie die Behinderten. Ivan Club. Darf ich mal fragen, welche Farbe ein Inderpunkt hat? Nigger. Rot. Okay, danke. Was hat eine Schnecke, was ein Nigger nicht hat? Ein Schwanz. Nee, ein Haus. Wie nennt man einen Schwarzen, der putzt? Putztuch? Reiniger. Kloreiniger. Lol. Wieso soll ich schon wieder genau das gleiche wie gerade eben bauen? Also, wie gesagt, du bist. Ich durfte mein Wort erraten, also sei mal zufrieden hier mit deiner Gesamtsituation, ja? Also, ich muss einen Roboter malen. Oder zeichnen oder bauen. Ein Roboter. Zeichnen einfach. Der zeichnet einfach sein Tablet. Jetzt was. Ein Tablet. Wer muss eine Inder-Schokolade bauen? Was für eine Schokolade? Hi. Eine Inder-Schokolade. Hi. Darf ich wieder am längsten bauen? Ja. Ich habe einfach voll Schleifwurm gemacht. Schaut mal alle nach oben. Alle nach oben gucken. Ja. Da ist ein blauer Schwanz. Was? Lol. Hä? Der ist noch nicht fertig. Oh mein Gott. Der ganz hinten. Alter. Ein blauer Penis.
Himmel! Sein oder Penis? Das ist hier der Frage. Sein oder Penis? Das ist hier der Frage. Beste Deutsch. Ja, locker Hauptschule. Alter, ich sehe jetzt schon, ihr seid alle, einfach alle viel zu laut. Und mich hört man gar nicht. Ja, na doch, und? Doch, dich hört man ganz gut. Wer nimmt überhaupt alles auf? Ja, ich. Alle, ja, ich. Ja, der Sakal. Der Sakal. Ich. Der King. Ich bin fertig. Schon also, so wie ich sehe, nimmt Fabo nicht auf, ne? SDF. Wen juckt's? Sakal, du bist nicht der King. Doch. Nein. Weißt du, wer dich bangen kann? Ich. Ich. Nein. Darf ich Tipps geben? Sonst errät es keiner. Wieso ist da ein riesiger Kloschüssel? Sio, hast du es vielleicht schon mit JustCraft 2.0 überlegt oder so? Nein. Wer muss denn jetzt 2.0. noch alles machen? Sio und Erika. Erika. Hallo? Erika, Alter. Weißt du, was ich kennt ihr so dieses Video auf YouTube, wo sie zwei vor dem PC hocken und dieses Lied im Hintergrund, wie so, you touch my tralala. Oh, ja. Oh, my ding ding dong. Weißt du, wisst ihr, was jetzt richtig... Erika, gib Gas. Wisst ihr, was jetzt richtig fail wäre? Wenn ich einfach von The Fabo ein Video anmache. Leon, bist du ein kleines Gestalt. Leon hat einfach bloß was Blaues gemalt. Lol. Was ist das? Ja. Oh Gott. Ach, ich muss raten, oh, was? Ich hab Lolax Kloschlüsselteil. Ja, das ist ja einfach, das ist ein Fisch. Abgenommen. Ich stehe immer noch zu meiner Antwort von gerade eben. Ey, wie nennt man diesen Klo, dieses eine Teil, was man in den Klo steckt? Klo, so. Klo-Reiniger. Ach so, ja, Klo bist du. Wo muss ich den Zettel hinschieben? Darf ich den mir auch in Arno schieben? Ja, darfst du. Ach nee, der muss in Dispenser, schade. Oder in deine Momo. Nein. Ich kann irgendwie nichts schreiben hier in den Dispenser? In Ding. Ach, da bist du inkontinent. Inkontinent. Ja, ich bin fertig. Was Lache. Promozieren. Lol, Stalker. Ach ja. Stalker. Achso, jetzt geht's, ich hab's ins falsche Feld kennt gelegt. Ihr das? Einfach so ein Patrick. So. Das ist eine Giraffe. Obwohl das ein Elefant ist. Er kennt die SpongeBob-Folge, wo nur Musik im Hintergrund läuft, die sehr tütütütütüm und dem SpongeBob den ganzen Tag nur irgendwie aufräumt. Oh mein Gott, wie soll bitte, ich das bauen? Was? Mann, Alter. Wie? Mann. Ist er doch. Ich musste die ganze Zeit nur Penisse bauen. Ich muss jetzt auch grad... Ach, egal. Willkommen in der Community, Alter. Willkommen in der Penis-Community. Alter, wie soll ich das Wer bauen? Wer nimmt nochmal auf? Sakal. Ja. Ich würde es nicht hochladen, ganz ehrlich, das ist nicht jugendfrei. Ich würde ja, das gibt Content ID Strikes hoch 5. No, nobody cares. Aber nur tonight, okay? Ja. Okay. Wir dürfen das hochladen, wir sind die Kings. Wir sind you're my heart, you're my soul. You are gay. Och Mann, Alter, was soll der Kack? Ich muss einfach hier ein Hole bauen. Muss schon zum dritten Mal einen Schwanz malen. Du malst dich, Mann. Ja, hallo, ich bin ein Künstler, okay? Ich hoffe, das erkennt man, was ich gebaut habe. Oh. Kann ich jetzt einen Pilz reinsetzen, Mann? Ich glaube, du hast meins. Also das... Also meins sieht perfekt aus, das erkennt man sofort. Wollt ihr mal weiterbekommen? Ich bin so gespannt, was bei euch da rauskommt, Alter, bei mir. Jetzt brauch ich einfach einen SpongeBob. Ich baue jetzt SpongeBob, mir egal. Komm, SpongeBob, komm. Also, SpongeBob. Ich bin auch fertig. Ich mal jetzt SpongeBob. Ich noch nicht. Bau SpongeBob. Ich noch nicht. Junge, du malst hier nicht, wie oft noch? Hallo, ich bin ein Künstler, okay? Ich male. Du konstruierst. Alter. Mein Name ist Pablo Picasso, okay? Wer einfach diese Kacke mir aufgegeben hat. Ich schwöre es ihm, ich stech ihn ab. Ey, schreib, was hast du bekommen? Sag mal. Nein, Schnauze halten, nicht spoilern. Schnauze halten. Ich bin fertig, das sieht einfach Junge, so schlimm aus, was ich gebaut habe. Komm her. Darf ich bitte einen Tipp geben, sonst errät das keiner. Nein, darf ja, du nicht. Ich denke, ich wäre geistig behindert. Bist du doch. Nee, bin ich nicht. Hey, echt? Du nur. Ja, also immer. Ich mal SpongeBob mit Schamhaare. Nee, das ist nicht gesund. Und du malst immer noch nicht. Hallo. Ich bin ein Zauberer, okay, ich mal. Ich will nicht wissen, was bei uns rauskommt, alle wie behindert. Ich lug mal hier rüber zum Sakal. Oh, ich hab das Schild das Zettelchen rausgenommen. Gandalf der Zauber. Scheiße. Sakal sieht so aus. Alter!
Jetzt mit Fabo spannend. Hier, schön, so, guck nicht mal. Brustrückenumfang 55. Das ist mein Schwanz. Oh, Fabo, da gibt's ja aber viel Mühe, muss ich sagen. Wenn dann richtig, ne? Hallo. Wenn dann. Nicht lohnt. Ach, warte. Soll ich von denjenigen Typen die Originalgröße bauen, oder? Auch Originalgröße, glaube ich. Okay, ja, warte. Genau. Alter, dann mach ich's genauso, wie sein Schwanz in echt aussieht. Boah, weißt du, wieso? Da musst du aber in den Boden reinbauen. Erik, drück jetzt okay. Wieso gibt es bei fast. Nee, den Schwanz, du schneidet jetzt einfach gleich ein Messer. Ja. Wieso? Weiß ich nicht. Das kann doch auch irgendwie dieses Hinterding da sein. Muss ja nicht unbedingt dieses organische Ding da. Ja, ein lolle Schwanz. Aber da steht ja dieser Begriff. Ach, dieser. Umgangssprache. Der Fachbegriff. Jungs, ihr denkt, ich wäre geistig behindert, ohne Witz. Ja. Wer das kriegt, der tut mir richtig leid. Das ist eine Salami, oder? Wer meint, Salami. Wer meint, der redet, ist geistig behindert. X-Kräfte. Schauen wir am Ende nochmal alle an. Keine Ahnung, Alter, was das werden soll. Jungs, klar, Leute, anschauen. Bitte sag meinen Namen mal nicht. Fabo. Benny. Fabo, also meinen Minecraft-Namen. Sag mal meinen Namen. Also sprich den mal aus. Ich heiße X3R4FT3R. Also mein Minecraft-Namen. Sprech den mal aus. Also sag den mal. Mit dem X-Crafter? Boah! Nee. Oder? Oh, ja, richtig. Boah, legendär. Geh ich. Hab ich schon auf Ready gedrückt? Ich kann's immer noch nicht. Jetzt komm, nach 5 Sekunden, also sprech meinen Namen aus, bitte. jetzt bin ich Fame auf dich. Hey, bitte sag Gandalf, bitte. Mein Vater heißt so. Das kann ich mir einfach so gut vorstellen, dass er jede Nacht schreit, Gandalf! Er liegt so im Bett und schreit so, Gandalf! Alter, was ist das für ein Geil? Ich hatte frei vor so ein paar Monaten so mit dem Wein auf. Nein, sie hab's gesagt. Hat Jungs, sie ganz ruhig, ganz ruhig. Ich hatte vor ein paar Monaten warst du so den Weihnachtsmann? Was ist das denn? Oh, ja, ist das nur Salami? Wer hat sowas Lilanes? Einfach bloß so einen lilanen Haufen. Ich hab nur eine Kackwurst. Hä? Das ist pink und rot. Hä? Was ist das? Deine Mutter! Ich verstehe das nicht. Verstehe ich nicht. Ich hatte früher immer so eine Zeit, ich lach gerade drüber, und zwar, da habe ich noch nicht so viel, also. Wenn man zu wenig Eisen bekommt, kommt es ja manchmal zu Muskelproblemen. Magnesium und so. Heißt das? Magnesium auch. Und dann lag ich so im Bett, ich mach. Krass, dir die Hosen geschissen? Mit dem übelsten Tumor. Und dann so, auf einmal beginnt mein rechtes Bein einfach so zu zucken und hört nicht auf. Das zuckt okay. Einfach die ganze Zeit weiter. Auf einmal drückt sich das so. Jungs, kommt alle zu diesem weißen. Nein, zum Eisenblockhaus. Und lass uns hart treffen. Wo ist denn das Eisenblockhaus? Ich komm einfach. Der Speed. Ach, da. Ich mach einfach meinen BSM an so. Seid ihr irgendwie alle geistesbehindert? Ja. Achso, hier meint ihr, okay, ich bin da, hallo. Okay, seid ihr alle da? Ja. Also, ja. Das hier ist. Warte, was war denn das Wort? Das war Erika, Mädchen. Das war was, hab ich okay, gebaut. Zum nächsten. Durch die Wand boxen. Warte, was wurde erraten? Das ist nicht drin. Das ist eine Perücke, die habe ich gemacht. Das ist eine Perücke. Was ist da? Ich habe Klobürste erraten. Wie geil. Das ist eine Klobürste. Das sieht aus wie ein Klo mit Brüsten. Schau mal, hier. Ja. Das sieht aus wie Eriks Mutter. Da stand doch Klobrüste, oder nicht? Das hab ich erraten. Das steht ich hab's falsch geschrieben. Nächstes. Fangen wir am Anfang an. Ja, immer wieder. Das war mein Wort. Das war mein Wort. Ich hab Klobrüste geschrieben. Pingel mit Strohhut, Alter. Das hab ich gewonnen. Der ist voll geil, Alter. Ist das Ruffy? Was ist hier erraten worden? Ich hab erraten, Pinguin. Ruffy als Pinguin. Ich hab Klobrüste. Wenn ich mir so denke, wie schön jemand hier gebaut hat. Es wird da raten. Das sieht aus wie Elektropenis. Das sieht aus wie Plankton, wenn du das so cool machst. Wieso wird da Elektropenis? Das ist mein Bild. Aber das hab ich gegen. Ja, das hab ich ihm geschrieben, Elektro.
Das sind wir uns alle einig, das ist eine Klobürste. Gelber Penis. Oh mein Gott. Das hab ich gemalt. Nächstes, nächstes. Hier. Ja, das musste ich machen. Die Inder-Schokolade. Was? Hier, hier habe ich voll den, hier den, voll den, voll den, voll die Schleifwirbung gemacht. Das hab ich erraten. Inder. Die Inder-Schokolade. Was wurde da erraten? Schwärze. Kein Herz für Inder. Guck mal. Ach, so wie es gebaut. Ich hab erraten. Gehirn. Ich hab Gehirn. Bist du behindert und schreibst du jetzt dran plus Hautfarbe, Alter. Oh mein Gott. Was wird das? Ich habe gedacht, das ist ein Gehirn. Nur zur Info. Ich hab gedacht, das wäre ein Gehirn von der Blondine. Ich hab Salami erraten. Salami. Was war hier das Wort, Alter? Waschlappen. Ich hab da einen Fisch erraten. Das hab ich gebaut. Lol, da ist kein Zettel drin. Ja, wow, noch auffälliger vielleicht. Das hab ich erraten und sogar richtig. Ja, ich glaub, das ist ein Fisch. Ja. Was kommt bei... Oh. Alter, diese Missgestalt. Hier kommt dann. Ist das ein Segel? Kurdische Mauer. Kurdisch. Hä? Ist das mal. Kurdische Mauer? Was? Wieso eine Mauer, Alter? Das sieht man. Kommt wie so Kurden. Das ist auf jeden Fall eine Mauer, Alter. Und was ist das hier? Das so, hab ich gebaut. Warte. Das hier hab ich gebaut. Egos Bizeps. Was? Was? Ey, da kann man unten drunter gehen. Das hab ich gebaut. Was wird hier erraten? Bastardpilz. Und ich hab hier einfach einen Pilz gespawnt mit so Scheiße dran. Scheidenpilz. Oh, das ist das Beste, hab ich gebaut. Ratet nicht nachschauen, ratet mal alle, was das ist. Ratet mal bitte. Vagina. Ja. Wer hat, was habt ihr da erraten? Wer hat, Vagina, ich hab Vagina. Mein Gott, das ist Scheidenpilz. Guck doch diesen Pilz an, Alter. Hey, macht einer bitte einen Screenshot davon, bitte. Ja, okay. Was ist das, Alter? Was guck mich an, guck mich an, ich mach Screenshot. Das was war hier als Wort drin? Was war hier als Wort drin? Karotte wahrscheinlich, ne? Eine Karotte, ja. Guck, da malt hier jemand sowas. Das hier, sieht aus wie ein Penis. Und das sieht aus wie eine Karotte. Und dann habe ich Karottenpenis hingeschrieben. Oder Karottenschwanz. Das ist mein wunderschönes Kunstwerk. Karottenpenis. Eishaufen. Was? Was hab ich da erraten? Alter. Ey, ich könnte wetten, Bugs Bunny wird das da essen. Einfach verabreut. Wieso ist hier schon wieder ein Pinguin? Das ist ein Elektropenis. Was wurde hier? Pinguin. Was machst du für Pinguine, Mann? Pinguin machen. Und dann habe ich schon wieder einen Pinguin gebaut. Ach ja, weil ich den dann hier. Aus Pinguin wird Penis, Alter! Roboterpenis, Alter! Das habe ich gebaut. Schon wieder. Ja, das habe ich gemacht. Wieso kommt bei mir immer Roboterpenis raus? Ich habe da Weihnachtsmann erraten. Augen fehlen. Ja, das war's. Wo ist denn das ein Weihnachtsmann? Ey, ich bin der Shopverkäufer. Das ist ein wunderschöner Weihnachtsmann. Die Augen fehlen, ne? Ja, dann wäre es vielleicht ein Weihnachtsmann. Erik, komm mal runter, kauf was bei meinem Shop jetzt ein. Jetzt sieht's aus wie ein Wichser. Oh mein Gott. Warte, hier fehlt noch was. Hier fehlt wieso noch hat der Megis? Das sieht aus wie Weiß-Weiß. Was? Nein, nur von den Augen her. What the fuck, Alter? Der hat einfach Megis. Jo. Bam. Weiß-Weiß ist tot. Okay, das war's dann wohl, jetzt ne? Jetzt sieht's aus wie Weiß nicht mehr. Also, Leute, das war's dann. Hey, der von... ist ja in Holz. Das ist ja... Es ist da! Ja. Hier ist es definitiv zu eng, Jungs. Definitiv. Definitiv. Es ist definitiv zu viel. Vor allem davon, dass die gerade ein Fabus Arsch rieche, ist alles ganz gut. Also, darf jetzt das Ende machen? Nö. Ich? Okay. Ich schnüffel jetzt an Fabus Arsch. Also Leute, ne, das war's davon so Runde mit Bildi Game. Schaut bei den Lappens in den, also, ach ja, die Wichse, ich hasse euch. Bei Fabo den Lappen, hat nur 25 Abonnenten. Ja, schaut bei Zio vorbei, bei Erika, bei Benny, bei Leone, aber also bei allen außer Fabo. Fabo, tu mehr. Er hat schon genug Abos. Fabo, kauf bei eBay immer Abonnenten. Ja, genau. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein und ciao.
Ciao.